Tutosche hier unterwegs in Bavarien. Grüße euch, ihr Lieben. Schön, dass ihr immer noch wieder mit dabei seid. Hier jeden Tag Videotage, wo noch ein neuer schießt mich tot. Ich sage immer, lieber Pflaumenwus im Auge als die Eier in der Hand. Aber nee, umgekehrt. Oh Gott, schieß mich die Eier weg doch. Lieber Eier in der Hand als Pflaumenwus im Auge. So umgeht das. Ich bin immer noch hier unterwegs, Bayern. Auftritte noch und hier ein Auftritt gleich den anderen. Und in Bayern kommt richtig gut an, wenn du auch in Bayern machst, ist Gag-Parade. Gags am Laufen. Wenn du mit den Gag spritzt wie so ein alter Aal. Ich war ja früher mal Polizist. Bin dann suspendiert worden. Früher bin ich ja mal Polizeibeamter gewesen. Und da war das nun also, dass ich suspendiert worden bin. Aber das will ich nun gar nicht näher drauf eingehen, warum. Aber es trug sich einmal zu, dass ich eine Frau anhielt, die war viel zu schnell. Und dann sagte ich zur Frau, gute Frau, Sie sind jetzt viel zu schnell gefahren, jetzt müssen Sie blasen. Da sagte die Frau, ja, Gott sei Dank, weil die Beine hätte ich jetzt eh nicht mehr hochgekriegt. Gott, oh Gott, oh Gott. schieß mich tot. Ne? Das ist dieselbe Frau, habe ich neulich beim Metzger gesehen. Da hat die Frau beim Metzger gesagt, ich hätte gerne eine Salami. Sagt der Metzger, ja, am Stück oder geschnitten? Und sagt die Frau, das ist eine blöde Frage. Ist das hier eine Muschi oder ein CD-Player? Gott, oh Gott, oh Gott. Gott, oh Gott, das passiert, wenn man in Hamburg unterwegs ist. Was so? Also, ich glaub, Gott, oh Gott. Wir brauchen uns nicht mehr. Wie bitte? Ich glaube, das ist fertig. Sie haben sie schon? Nee, das ist die totale Verarschung. Wieso verarschen? Wir brauchen uns mit ihren dreckigen Witze hier anhören und ihr Programm. Also das ist doch unmöglich, sowas. Aber wieso denn schmutzige Scherze? Also ich hatte ehrlich gesagt das Gefühl, dass sie sich amüsieren. Also über solche Witze. Also hier, der Herr da vorne hat doch gelacht. Alle die Kleinen. Lauter schmutzige Witze. Wie bitte? Suchen Sie ein anderes Publikum. Ja, ich hatte gedacht, dass man das mal von der anderen Seite aufzäumt, das Pferd. Das war mal ein neues. Lauter schmutzige Witze. Ja, aber so schmutzig. Und das wusste ich. Da hinten, ich kann auch andere Scherze. Ich kann auch Scherze, die sind anders. Zum Beispiel kleine Fritzchen. Zum Beispiel. Also es gibt ja viele kleine Fritzchen-Scherze zum Beispiel. Wir haben uns das eine Stunde angehört und ich glaube, es reicht allen. Also es tut mir leid, da habe ich jetzt ein ganz anderes Gefühl gehabt. Ich hatte gedacht, dass sie sich amüsieren. Nein, das ist kein Amüsement, das ist unterste. Ja, das ist ja unterste Schublade. Das war ja wirklich unterste Schublade. Ja, aber ich hatte ja extra Chips vorbereitet und ein bisschen Prosecco. Aber es gab doch vielleicht zwei Scherze. Aber ich wollte doch niemanden. Sie können doch nicht solche dreckigen Witze hier erzählen. Wir sind gebildete Leute und nicht irgendwo aus der Gosse. Ja, aber Bildung ist ja das eine. Aber man will doch unmöglich. Aber man muss doch auch mal die Seele baumeln lassen können. Auftritt ist unmöglich. Aber man muss doch auch mal die Seele. Und ich kann das hier diesen Leuten überhaupt nicht zumuten. Ich habe die alle angerufen und eingeladen. Ich schäme mich in Grund und Boden. Tut mir wirklich leid, ich entschuldige unmöglich mich. Unmöglich ist es. Ich glaube nur, dass... Das nächste Mal bei den Dieter Bohlen auf, der wird sie mal... Nee, Dieter Bohlen ist ja niveaulos. Das ist unzumutbar. Aber ihre dreckigen Witze und ihre blöden Kommentare, die können Sie woanders abgeben. Also bitte verlassen Sie unsere Bücherei. Also das tut mir wirklich leid. Denn es ist unmöglich, so ein Verhalten. Also ich wollte mich noch mal entschuldigen bei Ihnen. Ich wollte wirklich überhaupt nicht... Die Entschuldigung kann ich überhaupt nicht annehmen, denn jetzt ist es passiert. Ja, aber das ist doch verlassen Sie bitte diese Räume. Ja, aber es ist doch meine Schuld und nicht Ihre. Ich entschuldige mich. Doch, ich nehme die es Schuld. Ist meine Schuld, dass ich die Leute eingeladen habe. Aber Sie wussten doch noch gar nicht, was ich vorhatte. Für so ein Firlefanz, Sie sind ein Fuzzi. Ja, also alles in allem war das, also ich sage mal, war das ein mittelgroßer bis großer, recht großer, der größte Erfolg. Vielleicht komme ich noch mal wieder und mache andere Scherze. Werden Sie mal reingesetzt, das vergisst so schnell keiner. Nee, aber vielleicht könnten Sie mir eine zweite Chance geben. No chance. Ich würde es morgen noch mal neu machen. Na, ganz wirklich, morgen ist es doch woanders. Ich schreibe neue Scherze. Ich schreibe wirklich. Ich mache neue. Ja, ich schwöre Sie. Wirklich. Ich schreibe Ihnen neue Scherze. Wirklich. Ja, okay. Für die nächste Aufführung irgendwo. Wirklich, okay. Ich habe Sie gut angekriegt. Nein, Friedensschluss. Nach so einer Aufführung kann ich das nicht machen. Da kriege ich Ärger mit allen Damen hier. Witze zu erzählen, das ist Kunst. Herrschaft, hat er gesagt. Ja, das ist selbstverständlich. Das ist Kunst. Selbstverständlich ist das Kunst. Da müssen wir die Diskussion abbrechen, weil dann finden wir nicht mehr zusammen. Aber das ist Unterhaltungskunst. Ja. Ich werde beim Finanzamt als Künstler geführt. Warum führt das Finanzamt mich als Künstler, wenn ich kein Künstler bin? Also wir packen jetzt zusammen. Ja, ich gehe jetzt auch. Also es tut mir, wie gesagt, leid. Fahre ich bei Ihnen mit oder muss ich alleine fahren? Fahre ich bei Ihnen mit? Muss ich alleine? Dann nehme ich mir ein Taxi oder fahre mit der Bahn oder ich frage jemanden. Können Sie mich nach Hause fahren? Schließen wir diese Tür hier. Schieß mich tot! War das nicht ein wunderschöner Webclip, den ihr hier gerade gesehen habt? Ich habe so viel gelernt gerade, als ich das gesehen habe im Internet, diesen Clip. Der war echt schön. Lustig war er auch.
Ihr könnt hier, könnt ihr nochmal euch den nächsten angucken. Hier könnt ihr was ganz anderes, das ist was völlig anderes. Seht ihr aber auch, wenn ihr da hinguckt. Und hier könnt ihr abonnieren. Und dann könnt ihr auch kommentieren. Aber wir löschen jeden bösen Kommentar